Moin in die Runde, der Bau aus dem Ark. Heute mal nicht in Grün, sondern gegen die grünen Gedanken. Gab mir mal seine Gedanken gemacht zu einer Pressemitteilung vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Vorneweg wird in dieser Mitteilung, ich habe ja gesagt, auf dem Papier, das wäre der ja nicht wert, auf dem es geschrieben ist, wird erklärt, dass man ja der Gesellschaft nicht vorschreiben möchte, wie sie sich ernährt. Ja, vorher. Und danach kommen 5 Punkte, da fällst du fast vom Glauben. Einer zum Beispiel, der erste auf diesem Dings, eine stärkere pflanzenbetonte Ernährung. Ja, also wir machen jetzt wieder die Teller-Trog-Diskussion, was wir heute, ich habe mit Kollegen gesprochen, 1% oder 0,5% Besatz mit Mutterkorn im Roggen und das war's denn. Kannst du nicht mehr verfüttern, den Scheiß. Begreift aber keiner. Dann kann man das bloß noch verheizen oder in die Biogaranlage bringen. Da wird der Pilz dann aufgefressen von den Bakterien. So, und das ist so eine Sache. Da, ne? Dann kommt das nächste. Weitere Reduzierung, aufgepasst, von Zucker, Fetten und Salz in verarbeiteten Lebensmitteln. Da stimme ich voll mit dem Ministerium überein. Ist überhaupt richtig. Die ganze Zeug, Fastfood-Ketten, abgeschafft. Nicht abgeschafft, aber mal ein bisschen weniger Zucker. Denn im Ketchup ist ja schon Zucker drin. Und die Gehirn sind ja heute sicki nach dem Dreck. Genauso, muss das denn Cola sein? Nee, Gänsewein aus dem Wasserhahn. Das wäre ja nicht schlecht. Und wer Geschmack will zu dem Gänsewein, mischt es 1 zu 10. Also ein 10 Liter Eimer, 1 Liter Apfelsaft drin gekippt, den Rest mit Wasser gefüllt. Habt da ein bisschen Geschmack. Ist das nicht so fade, aber ihr lebt gesund. Und vor allem habt ihr keinen Zucker mehr. Ne? So, Fett genauso, das sind alles so eine Sachen, da kann man sich drüber streiten. Wir wollen pflanzliche Lebensmittel herstellen, also mit Eiweiß und da sind ja auch Fette drin. Die sind ja mehr wie in dem mageren Rindfleisch. Ne? Mit Rindfleisch ist ja von der Wiese gekommen. Das hat ja sozusagen ressourcenschonend gearbeitet, um seinen Speck oder sein Fleisch aufzubauen oder seine Milch zu produzieren. So. Dann kommt dazu der nächste Punkt, effektive Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Ja, da kommen wir aber nochmal zu, da reden wir nochmal drüber. In und über die gesamte Kette Lebensmittelabfälle halbieren. Ja, Freunde, sagt mal, kommt ihr auch mal raus aus den Büros? Ich habe einen Kumpel, der hat eine Freundin, die arbeitet bei Aldi als Filialleiterin. Die hat ihn auf den Deckel gekriegt, weil sie abends um 7 das frisch gebackene Brot und Brötchen nicht mehr ins Regal gefüllt hat, weil das ja sonst liegen geblieben wäre. Da wäre vielleicht noch ein Kunde gekommen, der sich zwei Semmeln genommen hat und der Rest war weggeschmissen. Das ist ja das Schlimme, die schmeißen das ja weg. Die packen das ja nicht in den Container und schicken das zur Tafel. Da könnte ja abends so einer von der Tafel vorbeikommen und abholen für den nächsten Morgen. Nee. Die schmeißen das weg und dann darf das auch keiner mehr haben. Sowas nenne ich Verschwendung. Darüber müsste ich mir Gedanken machen als Regierung. Über sowas. Lebensmittelverschwendung von Handelskonzernen, ob das nun all die schönen Dinge sind oder Rewe, Weser, Döbel, was, ne? Da wäre das wichtig. Bei unserem Händler hier, wo ich gerne hinfahre, da ist denn nachmittags um 5 Uhr, ist das Regal schon so gut wie leer. Und wenn du abends um 7 Uhr hinkommst, ja, dann wird nichts mehr. Da kriegst du keinen frischen Semmel. Das ist alles leer, leerfähig. Weil das ist ein Franchise-Partner von so einem Riesenhandelsunternehmen. Und der weiß genau, das kostet ihm Geld, wenn er das auffüllt und das nicht los wird. Naja, aber das sind solche Sachen, das kann kein Beamter oder einer aus dem Ministerium kann das einfach nicht verstehen, weil der ja nicht mehr, der lebt ja nicht mehr in dieser jetzigen Welt, der lebt ja schon ganz woanders. So, malt das nächste vorher, wir wollen dem Volk nicht vorschreiben, was sie essen sollen und jetzt der Punkt. Mahlzeiten in Gemeinschaftsverpflegungen sollen gesünder. Vorher haben wir alle Gift gefressen oder was? Und nachhaltig werden. Hä? Und nach den Standards der deutschen Gesellschaft für Ernährung soll die denn sein. Also haben wir vorher alle nur Gift gefressen und jetzt kriegen wir alle bloß nach Pflanzendreck. Doof für unseren Blunder, was ja weiß ich woher kommt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Erst wollen sie uns nicht vorschreiben und jetzt soll man das alles nur noch gesund. Nur pflanzlich ist nicht gleich gesünder. Denn sagt euch jeder normale Lebensmittelexperte sagt euch das, dass nur pflanzenbasiert nicht gesund ist. Nee.
Da gibt es die Lebensmittelpyramide, wo ich schon oft drüber gesprochen habe. Fisch, Fleisch, Käse, Milch und so weiter und Kohlenhydrate bis runter, Gemüse und so weiter. Das haben wir schon, seitdem ich denken kann, ist die Pyramide. Und immer danach haben wir auch gehandelt. Mit meinen Kindern, mit den Großen, jetzt die Kleinen, immer danach. Eine ausgewogene Ernährung und nicht nur, zack, hier, du kriegst deinen Schnitzel heute mal aus Lupinen. Naja. So, dann erhöhter Anteil an sich. Das muss man sich auch wieder auf der Zunge zergehen lassen. Einen erhöhten Anteil an saisonal und regional und ökologisch klimafreundlich erzeugten Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung. Wie oft soll ich das noch sagen? Der grüne Axel hat es festgestellt, 2020 im Januar, da war eine Fernsehsendung beim RBB, da waren wir mit hin, wir Bauern, da hat er selber festgestellt, dass das ja nicht möglich ist, nur Brandenburg, also die Schulküchen in Brandenburg zu versorgen mit regional ökologisch. Geht nicht. Und dennoch Berlin dazu, was er als Riesenpotenzial sieht. So, jetzt ist der Markt der zusammengebrochen, der Ökomarkt. Regional, was ist regional? Das sind jetzt Kartoffeln, Pamorim, rote Beete, ein bisschen Kohl, das war's denn schon. Nein, aber die Handelsketten, wenn man da reinguckt, was ist da drin? Avocado, da sind Blaubeeren aus Peru und all so ein Dreck. Das muss ja alles sein, das braucht man. Nee, ich brauch das nicht. So, aber der Mensch ist verwöhnt in Deutschland. Dekadent. So, deswegen und vor allen Dingen, die sind nachhaltig klimafreundlich produziert. Wir haben ja schon ein paar Videos gesehen, wo nicht nur ich, auch andere Kollegen erklären, wie oft sie da mit einem Striegel oder mit irgendeinem Hackgerät oder einem Grubber oder Scheibenegge über den Boden pfeifen, um das Unkraut zu bekämpfen. Und vom Ministerium kam ja diese Forderung, man soll entsprechend seine Taktik wählen, um das Unkraut mechanisch zu bekämpfen. Mechanisch heißt immer Diesel verblasen. Wusch, raus. Ne? Und das, was der konventionelle nach einer Spritze macht und der Scheibenegge und der Drille, dann ist er fertig. Das kannst du knicken, das wird nicht. Das wird bei Öko bekämpft. Mach mal quecken. Geht nicht. Kannst du knicken. Aber, oder andere Wurzelunkräuter, Starkwurzelunkräuter, kannst du vergessen. Und dann kommen so eine Korken bei so einem Papier, bei so einer Pressemitteilung. Wer schreibt sowas? Kann man das nicht einfach vernünftig mal über recherchieren und richtig nachdenken? Aber mit Recherche, wisst ihr, das ist ja wie beim NDR, da ist es ja auch ein bisschen schwierig mit der Recherche. Und dann kommen da so eine Spezialisten zusammen, die da Hannes oder Sky heißen. Ne? Denkt mal drüber nach, der Bauer aus dem Markt.